Vor einigen Jahren war ich in Muscato unterwegs. Das ist eine große Tierfutterfabrik in Düsseldorf. Mittlerweile gibt es diese nicht mehr und für dieses Video habe ich eine etwas helle Taschenlampe benutzt, also verzeiht mir das. Ja, wir sind heute in einer, ich weiß gar nicht, Futteranlage war das. Wir werden mal gucken, was uns hier so erwartet. Oh. Ja, ich sollte auf jeden Fall gucken, wo ich hier hintrete mehr. Ja, hier ist auf jeden Fall schon von Ratten zerfressen. Muscator. Damit dürfte dann jetzt auch klar sein, wo ich bin. Hier war sowas wie. Ach, guck mal, da ist ein Durchgang. Hier ist so Strom, alles gewesen, alle Sicherungen sind hier durchgelaufen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auch nach da hinten kommen, ohne durch dieses Loch zu krabbeln. Ich hoffe es. Also da hinten waren auch Stellen, die waren wohl noch in Betrieb. Ich glaube, das ist aber was anderes. Boah, das ist alles Maschine hier, ne? Das sind alles Maschinen. Wahnsinn. Alles Rattenköttel. Ja, ist ja klar, ne? Ist da auch Futter. Es ist halt eine große Futterfabrik gewesen. Und dass sich dann hier die Ratten wohlfühlen, das ist mal klar. Ein Vögelchen. Habe ich mich erschrocken. Ah. Da war die Wand. Da ist die Wand offen. Jetzt können wir die Lampe kurz ausmachen. Boah, stinkt so bestialisch hier drin. Also richtig, richtig schlimm. Aber ich habe jetzt hier noch keine Ratten gesehen. Anders wie jetzt zum Beispiel in der Bäckerei. Riesenhalle. Hier diese ganzen Futterdinger. Und ich werde euch gleich draußen zeigen, wie hoch diese Hallen hier eigentlich sind. Dass oben diese ganzen Futterverteiler noch sind. Also wirklich riesen groß. Ah, krass. Hier sind Schilder. Da zum Beispiel Top-Jungtaube. Dann da. Was? Wiegebeleber, Zuchtperle. Also das waren die verschiedenen Stellplätze für die Futtersachen. Wahnsinn. Hier auch wieder riesige Maschinen. Also diese ganzen Behälter und ist schon irre. Das Place ist uralt. Auch sehr bekannt. Wahrscheinlich lade ich dieses Video auch erst in ein paar Jahren hoch. Also kann sein, dass das schon uralt ist. Das hier sieht mir auch aus wie Lagerräume. Hier haben die Leute sich echt ausgetobt mit Graffitis.
haben sie ja auch ihre Ruhe gehabt. Ja, da hat eine ganze Crew wahrscheinlich hier geübt. Sind in wirklich in jedem Kasten hier hat man Graffitis. Und ich glaube, die sind auch gar nicht so alt. Und hier hat man gechillt wahrscheinlich. Hier sind noch Tierfuttersäcke. Was für Pferde? Fuchs Premium. Da sind Hundefuttersäcke. Das sind alles noch Säcke von. Kann man ja hier mal gucken. Was haben wir denn hier? Goldlein. Eiweiß. Eiweißreich. Ja, super. Und hier Aufklebsteckdosen. Sehr gut, sehr gut. Und da drüben kommt der Lärm. So. Hier auch, ne? Überall. Graffitis. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Geld die für diese Graffitis ausgegeben haben, um hier zu üben. Bestimmt nicht wenig. Ja. Bestimmt nicht wenig. So, was haben wir hier? Hasenfutter. Oder Hasenstreu, Stroh. Hier näher ran. Naga-Mix. Ja, ja, Naga-Mix. Oh, hier ist ein Loch im Boden. Hat jemand eine Palette draufgelegt? Sehr gut. Nur ein bisschen mitdenken. Soll ja sogar Leute geben, die genau das Gegenteil machen. Also eher so, dass man extra irgendwo runterfällt. So, da kommt man aufs Dach. Hier aufs Dach und drüben wieder rein. Ja, aber das. Ja, leider habe ich mich an diesem Tag dagegen entschieden. Weil ich auch alleine war, wollte ich nicht auf irgendwelchen Dächern rumklettern. Doch von diesem Dach aus ist man in das Tierfutterlabor gekommen. Und das wäre schon ein Highlight gewesen auf jeden Fall für diese Location. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Aufnahmen von. Ich war leider nicht dort, deswegen gibt es da leider keine Aufnahmen. Und weiterverarbeitet, das ist schon nicht ohne. Das ist krass. Ist ja eigentlich dann auch, wäre es ja interessant zu wissen, woran lag es, ne? Oh, da ist auch, sind auch große Löcher. Woran lag es, dass die hier dicht gemacht haben, ne? Dass es die jetzt nicht mehr gibt. Wieso? Weshalb, warum, ne? Ich sehe überall auch diese Taubensachen. Topmix, ne? Tauben-Topmix und Hasen, also Taubenfutter, Hasenfutter, Pferdefutter hatten wir. Meerschweinchenfutter habe ich gerade gesehen und hier, guckt mal, so Kellen und Portionierbänder. Ja, das ist sehr interessant. So, wir sind jetzt hier. Ich weiß nicht, ob es hier so Futterproben gab oder so. Jeden Fall ganz viele Boxen mit Futter und das hier muss wirklich ein Paradies, ich sag's euch, ein Paradies für Ratten und jegliches Getier gewesen sein. Oha, guckt mal, da ist auch ein Schiff und alles. Da ist ein Schiff, keine Ahnung, ob man da hinkommt. Wahrscheinlich nicht.
Wir sind in Muscator drin, aber seht ihr, was ich sehe? Also wenn man von vorne drauf geht aufs Gelände, dann steht da ein Bauwatchturm. Damit ihr eine Vorstellung habt, wie groß das Ganze war, also es geht hier in die Höhe, richtig weit nach oben und da in die Breite, ja, richtig groß ist das. Mega komplex. Und nach vorne geht es dann auch noch mal richtig, richtig weit. Ja, und ist schon uralt, ne? Also den gibt es hier schon seit Ewigkeiten.